So, Mahlzeit, Freunde. So, ein kleines Update. Wir sind in der... Jetzt muss ich erstmal mein Training beenden hier. Wir sind in der letzten Woche vom Smolov. Ja, also ich habe jetzt die vorletzte Einheit gemacht. Und das bedeutet, ich werde noch eine Einheit machen und im Anschluss gibt es dann wieder einen Maximaltest. Das heißt, ich mache den Maximaltest meistens dann bei der ersten leichten Einheit wieder. So, wie ist meine Form? Letzte Woche habe ich noch gedacht, ob das überhaupt was gibt. Ja, da war die Form sehr, sehr schlecht. Beziehungsweise ich habe mich gefühlt, als bräuchte ich noch 2 Jahre, um wieder irgendwie so Richtung 200 zu kommen. Oder wenigstens Richtung 180 zu kommen. Aber jetzt im Moment läuft es eigentlich ganz flüssig. Ich habe zwar ein paar kleine Schmerzen hier oben. So ein bisschen Sehne, aber das habe ich meistens immer am Anfang von Smolov. Ja, das müssen wir einfach mal beobachten. Wie sich das jetzt entwickelt. Ja, ansonsten, ich bin fleißig am Supplementieren. Ne? Ich versuche jetzt hier mein Eiweiß reinzukriegen, dann Kreatin natürlich. Ne? Muss ich gleich Neues besorgen. Meins ist nämlich alle. Oder fast alle. Ja, ganz normales Kreatin-Monohydrat. Passt. So, was habe ich noch? So eine Multivitamin. Zink. That's it. Ah, und Glutamin. Ganz wichtig, Glutamin. Glutamin. Das ist sehr wichtig. Ne? Müsst ihr mal vorstellen, euer Körper, wie viel der Muskelsubstanz alleine Glutamin ist. Das ist schon. Und in Sachen Regeneration ist das natürlich das A und O. Also Glutamin immer am Start haben. Ganz wichtig. Ich will mal überlegen, ob ich da vielleicht etwas für den Muskelpump reinbringen soll. Da bin ich noch im Überlegen, ob ich da mir was holen soll. So Arginin oder sowas. Ne? Müssen wir mal gucken. Beziehungsweise ich muss mal gucken. Aber wie gesagt, ich fühle mich eigentlich ganz gut. Ja. Also, das könnte echt passen. So, wir haben jetzt 23 Uhr. Das ist natürlich auch eine sehr, sehr späte Zeit. Ne? Ich stehe morgens um 6 Uhr auf und sitze um 17:45 auf dem Fahrrad und fahre eine Dreiviertelstunde zur Arbeit. Und das tagtäglich. Ne? Wenn natürlich erst um 23 Uhr vom Training kommst, dann musst du jetzt noch einkaufen gehen. Ja. Wo bleibt die Zeit? Also das ist das Einzige, wo es bei mir dann doch richtig hapert. Und das ist der Schlaf. Also der kommt bei mir sehr kurz. Richtig kurz. Wir reden hier nicht von 8 Stunden, wir reden nicht von 7. Wir reden noch nicht mal von 6 Stunden. Wir reden meistens von 5 Stunden Schlaf, die ich habe. Das ist nicht viel. Wochenende vielleicht 7, aber in der Woche, das ist echt wenig. Naja. Das so als kleines Update. Ja, müsst ihr mal gucken. Das ist ja mehr so eine Art Tagebuch für mich. Ne, was, wo, wie, wann. Und ich muss euch natürlich auch so ein bisschen auf dem Laufenden halten.
Und ja, ich hoffe mal, es wird irgendwann mal mit dem Livestream klappen. Ne, sonst muss ich das mal selbst in die Hand nehmen. Also bei meinem Kumpel. Ja, wir müssen das mal irgendwie organisieren. Ne, und dann gibt es ja noch das grandiose 200 Kilo natural nicht möglich Video. Aber wie gesagt, das ist noch mein Bonbon, ne, so mein Ass im Ärmel. Kann ich jederzeit auspacken, das Ding. Also.